Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, sehr geehrte Gäste auf der Galerie, lieber Landesrat Markus Achleitner, werte Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine große Ehre, zu einer Zeit Mitglied des Bundesrates zu sein, in der mein Heimatbundesland den Vorsitz in diesem Gremium innehat. Oberösterreich ist einer der Wirtschaftsmotoren in diesem Land und zeichnet sich durch eine sehr hohe Lebensqualität im gesamten Bundesland aus. Oberösterreich ist aber auch geprägt von einer politischen Kultur, in der das Miteinander vor das Trennende gestellt wird. Einer politischen Kultur, in der alle gewählten Parteien ab einem gewissen Stimmenanteil auch in der Landesregierung vertreten sind und somit auch Regierungsverantwortung übernehmen. Mir ist schon bewusst, dass vor allem in den Medien sogenannte Konzentrationsregierungen oft als antiquiert dargestellt werden, somit eine gewisse Auseinandersetzungskultur manchmal etwas schaumgebremst ausfällt. Das wird von so manchen Medienvertretern als langweilig empfunden. Für unsere politische Arbeit ist es aber durchaus vorteilhaft und ein Erfolgsmodell in vielen Städten, Gemeinden und eben auch im Bundesland Oberösterreich. Das heißt aber nicht automatisch, dass alle Parteien immer der gleichen Meinung sind. Mit dem Doppelbudget für 2020 und 2021 beispielsweise haben jedenfalls ÖVP und FPÖ gegen die Stimmen der SPÖ und den Grünen sichergestellt, dass keine neuen Schulden in diesen Jahren in Oberösterreich gemacht werden. Ja, darüber hinaus auch noch jedes Jahr ca. 90 Millionen Schulden zurückbezahlt werden können. Unter dem Motto Chancen schaffen statt Schulden machen wird Oberösterreich früher als andere Länder vorsorgen können, falls sich die Wirtschaftsentwicklung eintrüben sollte. Auch wird damit einer längst überfälligen Zinserhöhung vorgesorgt. Die von der EU und EZB verordnete Nullzinspolitik hilft den verschuldeten Staaten und Ländern eben nur kurzfristig. À la longue müssen bei ständig steigenden Kapitalerfordernissen der Banken diese auch über Zinsspannen wieder verdient werden können. Über Gebühren, die letztendlich wieder der Konsument zu tragen hat, und über Einsparungen alleine wird es nicht gehen. Ein weiterer Rettungsschirm für die Banken, der wieder aus Steuermitteln zu finanzieren sein wird, wäre die Folge. Aber auch ein anderer Aspekt, und hier komme ich wieder auf unser Bundesland zu sprechen, ist bei der vorgegebenen Nullzinspolitik zu beachten. Baugründe für sozialen Wohnbau, aber auch für den kleinen Häuselbauer werden unerschwinglich. Wir haben in Oberösterreich gut 61.000 Hektar gewidmetes Bauland, aber nicht einmal die Hälfte davon ist verbaut, aber größtenteils erschlossen. Gewidmetes Bauland zu erwerben ist beinahe ein Ding der Unmöglichkeit, aber aus Sicht der möglichen Verkäufer auch verständlich. Was soll er mit dem Geld dann auch tun? Auf der Bank und auf dem Sparbuch wird es nach Abzug der Inflationsrate jährlich weniger. Und die Folge? Grünland wird umgewidmet und die Aufschließungskosten zahlt zum Großteil wieder der Steuerzahler. Ein ökologischer Wahnsinn. Ich bin zum geringen Teil ja sogar froh, dass die Grünen jetzt in der Regierung sind. Aber, und wir haben das Bibelzitat heute schon gehört, nicht an den Worten, an ihren Taten sollte sie erkennen. Die Botschaft, dass eine zusätzliche Milliarde für den Nahverkehr im ländlichen Raum zur Verfügung stehen soll, erfüllt mich schon mit einem gewissen Gefühl der freudigen Erwartung. In meiner Heimatstadt Ried im Innkreis warten wir seit vielen Jahren auf eine Modernisierung des Bahnhofes. Wir haben den einzigen Bahnknotenpunkt in ganz Österreich, bei dem man noch immer über die Gleise gehen muss, um zum Zug zu kommen. Nicht nur gefährlich, sondern auch für Kinderwagen oder Rollstühle eine schwer zu überwindende Barriere. Von einer Elektrifizierung der Bahnlinie Neumarkt-Braunau, Attnang, Scherding träumen wir seit Jahrzehnten. Damit könnte man ohne umzusteigen auch einmal unsere Landeshauptstadt aus dem Innviertel erreichen. Bei uns fahren immer noch die Dieselloks. Und wenn es dann heißt, dass vermutlich zu wenige Fahrgäste die Investitionen nicht rechtfertigen würden, kann ich nur
entgegenhalten, dass vermutlich die Haltestellen am falschen Platz sind. Alleine auf der Strecke Ried-Scherding fährt der Zug bei mehreren Großbetrieben direkt vorbei. Die Mitarbeiter können ihren Arbeitsplatz zuwinken, aber dort nicht aussteigen. Das geht erst in ein paar Kilometer Entfernung. Bedarfsgerechte Haltestellen wären vielleicht die Lösung. Sonst bleibt es beim jetzigen Zustand und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fahren im Individualverkehr mit dem Auto zur Arbeit und die Bewohner der Durchfahrtsgemeinden ersticken in der täglichen Blechlawine. Wie gesagt, an den Taten werden wir die Grünen messen. Und da darf ich noch einen besonderen Aspekt bemerken. Investitionen für die Bevölkerung in Oberösterreich dürfen nicht daran scheitern, dass in der Bundesregierung eine grüne Ministerin für die Infrastruktur zuständig ist und in Oberösterreich ein freiheitlicher Landesrat. Da werden wir sehr genau hinsehen, ob es um parteipolitische Befindlichkeiten geht oder um die Sache selbst. Parteipolitisches Kalkül hätten wir uns in Oberösterreich nicht verdient. Und die Bundesregierung steht dahingehend unsererseits unter besonderer Beobachtung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf erinnern, Oberösterreich ist geprägt von einer politischen Kultur, in der das Verbindende vor das Trennende gestellt wird. Wir sind gewohnt, dass alle Parteien lösungsorientierte Sachpolitik betreiben. Und das wünsche ich mir auch in den nächsten Monaten hier im Bundesrat. Thomas Diem von der FPÖ Oberösterreich sagt, Chancen schaffen statt Schulden machen sei das Motto in Oberösterreich. Dort regieren ÖVP und FPÖ gemeinsam.